Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Ja, Geld regiert die Welt. Ich denke, diesen Spruch kennt jeder von euch, aber was es mit dem Geld im Lab auf sich hat, das erkläre ich euch heute. Ich werde immer öfter gefragt, wie denn das Geld im Lab überhaupt funktioniert. Und klar, diese Frage kommt von Anfängern und ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und geschaut, ja, wie funktioniert denn das Geld eigentlich so wirklich im Lab? Klar, ich habe auf meinen Cons jetzt auch schon einige Erfahrungen gesammelt, aber die Meinungen gehen ja doch wirklich sehr auseinander. Am bekanntesten sind, denke ich, die Metallmünzen, die man sich vor allem im Internet bestellen kann, aber manchmal auch auf größeren Veranstaltungen kaufen kann. Und diese gibt es meistens in den gängigen Formen Kupfer, Silber und Gold. Diese können zum Beispiel bei IT-Händlern, also bei Spielern oder bei NSCs, die Händler darstellen, quasi getauscht werden gegen Ware. Also im Grunde wie in unserer echten Welt. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon denken, dass Kupfer natürlich die kleinste Währung ist, Silber die mittlere und Gold das ja die größte, also das wertvollste. Und so haben natürlich auch Spieler, die Adlige spielen zum Beispiel, immer viel Silber dabei, auch einige Gold und eher weniger Kupfer. So wird man bei einem Bauern wahrscheinlich eher ein paar mehr Kupfermünzen als Silber und Gold finden. Und ja, letztendlich werden die Preise im Lab, also die Dinge, die ihr wirklich für dieses Spielgeld, sage ich mal, kaufen könnt, von den jeweiligen NSCs oder auch SCs gemacht. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr bei einem Händler seid, der zum Beispiel, ja, Gemüse und Obst verkauft, dann kann es sein, dass ihr natürlich einen Apfel auch schon für einen Kupfer bekommt. Seid ihr aber bei einem Edelsteinhändler, dann kann es natürlich sein, dass ihr einen Edelstein nicht nur für einen Kupfer bekommt, sondern etwas mehr hinlegen müsst, vielleicht sogar einige Silber. Aber ihr müsst keine Angst haben, dass auf größeren Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Drachenfest oder dem Conquest, dass ihr da nur mit diesem Spielgeld etwas kaufen könnt. Nein, ihr könnt natürlich auch dort mit Euro bezahlen. Also das ist eigentlich so das Gängigste, dass ihr bei richtigen Händlern natürlich mit realem Geld spielt. Mit dem Spielgeld kann man manchmal auch bei Händlern bezahlen. Das habe ich auf dem Drachenfest auch schon erlebt. Aber in der Regel ist das wirklich nur Geld, was man im Spiel benutzt. Jetzt gibt es aber natürlich ein Problem und zwar denkt ihr euch vermutlich auch, okay, woher kriege ich jetzt aber dieses Geld? Ja, das könnt ihr im Internet zum Beispiel bestellen oder auch auf großen Veranstaltungen, wie es ja auch schon am Anfang des Videos sagte. Aber natürlich kostet das auch ein bisschen was. Also so eine Münze liegt zwischen 30 und 50 Cent. Und ihr könnt euch vorstellen, da kommt natürlich einiges zusammen. Es gibt schon so Sets, die man kaufen kann. Die sind auch unterschiedlich teuer auf den verschiedenen Internetseiten. Also ich kann euch ja mal ein paar nachher auch in die Infobeschreibung machen. Aber genau, letztendlich kostet das auch einiges an Geld. Vor allem, wenn man einen Charakter darstellen möchte, der etwas mehr Zaster hat. Nun gibt es aber nicht nur das Münzgeld im Lab, sondern es gibt auch ein System, das spielt mit Papiergeld. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich in meinem Phoenix-Video, also zu meiner Vorstellung des Regelwerks und zur Kritik des Regelwerks, glaube ich, gar nicht erwähnt habe, dass dort mit Papiergeld gespielt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht. Man denkt natürlich, okay, wenn ich jetzt mit solchem Papiergeld spiele, dann geht doch irgendwie so das Ambiente flöten, oder? Weil ja, so ein Sack voller Münzgeld klingt halt auch besser als ein Sack voller Papier. Aber der Vorteil ist natürlich dort, dass ihr euch dieses Geld nicht kaufen müsst, beziehungsweise dass die Orgas, die dieses Geld am Anfang jedes Spieles stellen, da gibt es halt auch unterschiedliche Fertigkeiten zum Beispiel, durch die man halt mehr oder weniger Geld bekommt. Und ja, da hat man einfach nicht das Problem, dass das so viel kostet. Und im Phoenix hat man auch den Vorteil, man muss es sich verdienen. Und es gibt, ja, es gibt nicht jetzt festgeschriebene Preise, aber es gibt doch so eine Vorstellung von Geld in diesem Universum, was relativ einheitlich ist. Und das finde ich gut, weil mit diesem Münzgeld hat man auf anderen Veranstaltungen oft das Problem, dass diese Vorstellung, dieses Empfinden von Wert und ja, also von Geben und Nehmen sehr unterschiedlich ist. Aber woran liegt das? Genau, daran, dass natürlich das Münzgeld einiges kostet
Und es gibt Leute, die geben gerne Geld aus, weil sie sagen, hey, das gehört aber zum Spiel und ich finde, da sollte man auch nicht geizig sein und das kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass man natürlich versuchen will, nicht zu viel rauszuschmeißen und nach einer Con da irgendwie 30 Euro an Spielgeld erstmal quasi weggeworfen hat. Ja, weil es ist schon ein gewisser Wert, den man da natürlich weitergibt. Aber, und da finde ich auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass einfach alle lernen, ja, auch abzugeben. Natürlich nicht seine Kuppe aus dem Fenster zu werfen, aber wenn jeder Spieler bereit dazu ist, immer mal wieder Geld abzugeben und diesen Kreislauf quasi wahrt, dann kann sich halt, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Spiel entwickeln und dieses allgemeine Empfinden von Wert, ja, von einem Wert dieses Münzgeldes, kann sich vielleicht auch ein bisschen ändern. Weil natürlich, hey, wenn mir ein Spieler sagt, ja, das, ich möchte 10 Kupfer dafür haben und der andere Spieler sagt, ja, 10 Kupfer, 10 Kupfer ist doch genauso viel wert, IT, wie ein Silber, ja, dann gebe ich dir doch nur ein Silberstück, das ist natürlich irgendwie unfair, weil der andere Spieler wird sich auch was dabei gedacht haben, gerade bei Waren, die vielleicht wirklich auch mal was gekostet haben. Auf einer Con habe ich zum Beispiel letztens einen Meuchelschutz gekauft, wir haben Ringe gekauft und so ein Kram und irgendwoher holen die Leute das ja auch. Und klar, selbst wenn das jetzt Ware ist, die im echten Leben auch nicht so viel wert ist, meistens hat es ja aber trotzdem etwas gekostet. Und dann im Spiel zu sagen, oh, ich gebe dir jetzt aber nur eine Münze, die 30 Cent wert ist, ist ein bisschen unfair. Man könnte da jetzt zum Schluss natürlich auch nochmal einen Vergleich ziehen zwischen dem Münzgeld und dem Papiergeld. Denn letztendlich, ich muss sagen, von diesem Spielgefühl mit anderen Spielern spielen, finde ich das Papiergeld schöner, weil man nicht so sehr Angst hat, es auszugeben. Denn bei dem Münzgeld hat man ja immer im Hinterkopf, oh Mann, aber ich habe 30 Euro für diese 20 Münzen ausgegeben. Und wenn ich die jetzt so, und ich kann mir ja nicht ständig neue Münzen kaufen, da macht sich das mit dem Papiergeld einfach wirklich besser. Aber natürlich, was vom Ambiente schöner ist, ist natürlich das Münzgeld. Also jeder, der schon mal abends in der Taverne bei einem Würfelspiel saß, ja, es ist natürlich schöner, so einen Kupfer in den Ring zu werfen, als so ein Stück Papier. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wie gesagt, viele Anfänger haben mich schon mal danach gefragt, wie das mit dem Geld im Lab überhaupt funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne noch runter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!